Und ich hatte letztens eine Waschung. Da hat mich die Frau die ganze Zeit richtig böse angeguckt. Und da ich ja sowieso Deutsche bin und Konvertierte bin, habe ich oft Probleme mit arabischstämmigen Menschen leider. Die sagen dann immer auf Arabisch, sie ist eine Deutsche. Ist sie überhaupt Moslem? Also ich trage ja Kopftuch, ich trage ja kein Niqab, ich trage ja Kopftuch. Also man sieht schon, dass ich Muslima bin. Und ich habe halt oft Probleme leider mit, ja, vor allem mit Arabischen ganz, ganz oft. Da muss ich mir etwas anhören, dass ich als Deutsche denen was beibringe, ist natürlich oft schlimm für die, ne, weil wer bin ich? Aber zum Beispiel war da neulich eine deutsche Frau und sie hat mich die ganze Zeit grimmig angeguckt. Und dann dachte ich, habe ich an meine Freundin gedacht, mit der ich immer wasche und sie ist so positiv. Sie ist einfach der positivste Mensch. Dann dachte ich, sie würde jetzt sagen, sie guckt, weil so und so und so und so. Und dann habe ich mir das ganze Zeit eingeprägt, was jetzt meine Freundin sagen würde. Und am Ende der Waschung kommt diese Frau zu mir und drückt mich so doll und sagt, ich bin dir so dankbar, ich bin so glücklich, dass du diese Waschung gemacht hast und hat mich so doll gedrückt. Und ich dachte mir so, guck mal, der erste Eindruck, man soll nicht immer so schnell urteilen, ne? Und aber manchmal bin ich so negativ leider, weil ich halt diese Erfahrung gemacht habe mit Menschen. Ah, eine Deutsche, ah, eine Deutsche. Dann habe ich an meine Freundin gedacht, wie positiv sie ist, denkt immer das Beste von den Menschen, was ich wirklich leider nicht oft mache. Aber das habe ich jetzt gelernt. Und dann am Ende umarmt sie mich und drückt mich mit so einer Wärme. Und ich habe fast Tränen, da habe ich wirklich fast Tränen in den Augen bekommen. Und ich war so glücklich und dachte, krass, ich habe total falsch gedacht.